meine lieben Bootser, was geht? Ich bin's wieder, euer Flying Uwe. Heute mit einer ganz einzigartigen Kombination von Menschen, womit keine Mistsau da draußen gerechnet hat. Und zwar Flying Alberto ist hier im Hause. Das bin ich, Alberto. Das bist du, ne? Ich bin Alberto. Wie bitte? Ich hab gerade den Burgerladen hier gefunden. Mit dabei. Flying Ron. Flying Ron ist am Start. Boah Leute, der Burgerladen sieht gut aus. Ja. Hast du was gefunden? Ja, ja, das sieht auf jeden Fall vernünftig aus. Nachher zur Belohnung fürs Training. Dabei ist auch Flying Kameramann. Christoph. Chris, Flying Chris. Ja, vorhin gesagt. Ja, hat er gesagt, ne? Hab ich vergessen, Entschuldigung. Und mit dabei, Flying Rico ist am Start. Der ist hier. Was geht ab? Der ist der beste Koch und Kellner zugleich. 45% weniger Kalorien, Bruder. Ja, für immer auf alles. Ja? Ja, Erdbeer, zero Kalorien. Philadelphia, sehr wenig Kalorien. Geil. Ja, denn wir starten ein komplettes Wochenende und haben unser FIBO Bootcamp. Alberto ist am Start, Ron ist am Start, Rico ist am Start, ich bin am Start, die FIBO wird immer näher und wir wollen da richtig auf die Kacke hauen, Leute. Also kommt zur FIBO, besucht uns, Mydolox und Neosubs Stand ist für euch am Start. Wir haben eben nämlich richtig geil gegessen, schön clean Reis, Hähnchen, Hack und jetzt gibt es nochmal, oh, die sehen richtig geil aus, Protein-Pancakes. Ja. Mit unserem Reispudding hier und unser Vision Ray. Genau, einmal dazu unser Reispudding und einmal unser Cookie-Doo Vision Ray. Was ich noch sagen muss dazu zu unserem Reispudding ist, gehen das zu den anderen Leuten, die Konkurrenz sind. Mhm. Die kann man warm machen, die kann man kalt machen, die kann man immer, egal was ist, direkt zubereiten, auch für unterwegs. Die andere muss erstmal aufkochen und so, da musst du gar nichts aufkochen. Nee, da kannst du direkt rein. Da geht die halt instant rein, ja. Geil, Alter, ich freue mich so, Digga, ich schwöre, ich bin so gespannt, ey. Und du hast einen Päckchen gegessen von mir. Wie war der erste schon mal? Oh, richtig geil. Wir sind gerade am Nachtisch hier. Und auch Game Changer Alberto immer mit einem kleinen Löffel das machen, dann kannst du viel, viel, viel besser verschmieren. Das Ganze machen wir hier rauf. Das Smoothie, Peanut Butter. Ron, oh ne, ist für euch. Ist für euch, Mann. Soll ich noch eine Kummer empfehlen, Ron? Wie kommt die vielleicht? Das ist Schoko. Digga, schmeckt wie Nutella fast, Digga, und hat doppelt so viel Kalorien, Alberto. Oder wenn du Tipps brauchst, ruf mich an. Yeah. Salz, brauchst du Salz? Ja, ich wollte auch mal irgendwie da Schokolade. Ich will das auch mal probieren. Philadelphia. Und Salz drauf, Ron. Mach doch Honig drauf. Ich hab keine Erdnussbutter drauf. Nee, mach 10 Gramm Honig drauf. Leute. Mach ein bisschen Honig drauf, Digga. Ja. Ja, ist geil. Ja, Mann. So, jetzt Salz nochmal. Ja, klar, Digga. Und mal ganz bisschen, ne? Ja, ja, mach ruhig. Mach ein bisschen Salz und Honig drauf. Ja, so ist gut. Das ist wenig, Bruder. Ein bisschen mehr. Weißt du, was ich mir gebastelt habe? Reispudding-Pancake mit Vision Ray Cookie Dough. Yes. Dann haben wir unsere Peanut Butter. Yes. Und dann haben wir jetzt nochmal Philadelphia Milka. Noch nie gesehen, noch nie gehört. Und dann haben wir noch einen Schuss Salz drauf gemacht. Geil. Gestört, ne? Das letzte Mal habe ich sowas in der Hand. Der holt mich auch richtig ab, oder? Ja. Und der holt mich ab, nicht. Boah, der Honig kommt ja geil. Die Honig ist sick, Digga, Mann. Junge, die Bienen können schön geile Sachen machen, Mann. Ist der Honig? Ja, gehört den Bienen. So, probieren jetzt Alberto mit Honig, ne? Ja. Ja. Digga, da gehst du ja richtig befriedigt in den Tag rein. Das ist für mich das Schönste am ganzen Tag. Ja. Aber das haust du nicht direkt vor dem Training rein, ne? Nee, das esse ich ungefähr viel schon vorm Training ungefähr. Genau, dann gehst du mit den Hunden danach erst noch. Genau, spazieren, dies, das und so und dann. Oh ja. Achso, ich dachte. Ich dachte, ich krieg was auf davon. Okay. Ja, ja, aber ich schon. Ja, da hat Uwe das zu geil gefallen, das Essen gerade. Digga, das ist sein Blick, Digga, lustig, Alter. Nee, der ist richtig traurig. Ja, aber ich sehe gerade, wie im Anime, weißt du, die Wolken auf einmal nur über ihn ganz dunkel, Digga. Am Weinen. Spaß, ja, ich hab's nicht gehört, ey. Nee, aber jetzt nochmal ganz kurz, was ist der jetzt nochmal genau drin? Also jetzt, was? Oder? Nee, an dem Pancake. Also jetzt für eine Personenmischung, das sind meistens so 5, 6 Pancakes für mich, in meiner Größe. Da ist drin 40 Gramm Reispudding, 30 Gramm Vision Whey, ein Ei, 1 Gramm Salz und 200 Gramm Proteinpudding. Geil, echt. Und durch den Proteinpudding geht das nochmal richtig schön ins Fluffige rein. Und wenn ich jetzt, also wenn man die ohne den Proteinpudding macht, würden die dann trotzdem schmecken? Oder wäre das? Würden schmecken, ja, aber der Proteinpudding hat auch wenig Kalorien und schmeckt auch dann geiler einfach. Okay, gut. Also. Ja, ja. Was auch geil ist, wenn man auch gerne Brötchen isst oder sowas zum Frühstück, ja, ne? Ja, genau.
Pudding kann ich nur empfehlen als Aufstrich. Ich spare so viel Kalorien, weil ohne Scheiß, sowas schmeckt genauso wie ein Nutella-Aufstrich oder so einfach. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, ein Protein-Schoko-Pudding aufs Brötchen zu schmieren, Digga. Ist so schlau. Ja, aber warte, was ist, und wenn du jetzt sagst, so, was hältst du von Honig? Isst du Honig oder? Ja, esse ich auch vom Training, ja, als Pre-Workout in meinem Reismehl. Ach, ja. Ach, wie Stellzucker, ja. Honig gibt gute Energie. Ja. Aber am besten so einen türkischen Honig aus den Bergen. Ja, okay, warte. Es geht ja darum, schnelle Kohlenhydrate vor und nach dem Training. Das heißt, wenn ich mal auch Honig nach dem Training esse, das wird. Perfekt. Mit Ray perfekt. Speicher aufladen, ne? Ja. Also, was die meisten machen, sind entweder Haribos mit einem Shake. Genau. Oder halt zum Beispiel ein Rich and Ray mit Kellogg's, die unter 3% Fett, so wie Smacks oder Krispies und mit Ray halt. Und Wasser. Ich bin gerade dabei, ich esse gerade halt ganz normalen Reis einfach. Das würde ich erst nach der Zuckermahlzeit essen. Ungefähr 45 Minuten nach der Pause-Mahlzeit. Also das heißt, Honig wäre gut. Ja. Oh, wie viel Honig? Bananen oder so gehen auch, oder? Das ist die Frage, weil ich auch gesehen, Fruchtzucker. Nee, Fruchtzucker nicht. Schon sowas wie Haribos oder sowas halt wie Kellogg's. So richtigen Scheißzucker. Ja, also richtig gut. Also ja, Scheißzucker, ja. Aber geht halt am schnellsten rein mit dem Whey zusammen, bist direkt aufgeladen und dann 45 Minuten später, dann esst ihr erst eine richtige warme Mahlzeit. Was langkettig ist, damit ihr auch länger gesättigt seid. Aber was ist der Reispudding für dich? Ist auch so eine schnelle Mahlzeit, oder? Das ist nicht, es geht schnell rein, ja. Ja, ja, gut. Ja, da muss das ein bisschen noch ändern, ein bisschen anpassen. Ja, das sind diese Kleinigkeiten, wenn man sich daran hält, dann ändert man. Ja, ich habe 16 Stunden nicht gegessen, ne? Ich merke, meine Arme sind auf Pump, Digga. Ja, das war geil, ich liebe das, Digga. Dieses Gefühl, dass es gut schießt. Ja, ne? Und was machen wir? Einen Verlobungsspaziergang, oder? Ja, dann müssen nämlich die Hunde raus, irgendwie, oder? Können die ruhig mitnehmen gleich, ja? Die freuen sich schon, euch zu sehen. Meine lieben Freunde, bevor dieses Video hier weitergeht, ganz wichtige Meldung für euch. Ihr seht ja, wir laufen die ganze Zeit mit den Hoodies rum. Fühlen sich natürlich geil an, sind schön warm, so wie du mal sagst. Kapuzen sind auch schön groß. Richtig. Ohne Polymer. Selbst Bronson hat so seinen Style gefunden. Er ist immer so der kurze Hosentyp mit Hoodie, ne? Ja, Mann. Das ist so sein Ding. Wir haben gerade bei Smileblocks, aber nur für 20 Stunden, kostet alles bei Smileblocks 20 Euro. Also die Hoodies kosten 20 Euro, die Zipper und die Hosen, so wie ich sie jetzt hier zum Beispiel anhabe, oder Alberts Jogginghose. Das kostet alles 20 Euro nur für 20 Stunden. Und die anderen Artikel sind trotzdem noch bis zu 60% Rabatt reduziert. Hier mit dem Gutscheincode Flying gibt es nochmal saftige 40% standesgemäß. Oder Code Ron. Oder Code Albert. Also geht jetzt in die Videobeschreibung, sichert euch eure geilen Hoodies nur für 20 Euro. Und in 20 Stunden ist das ganze Ding überall an die Wahl. Albert. Wir waren jetzt gerade eine Runde spazieren und jetzt? Ron zeigt uns eine kleine Premiere an dem TV, weil er sagte, er hat sich jetzt die Musik ausprobiert, ne? Und jetzt zeigt er uns geheime Aufnahmen. Währenddessen im Bootcamp. Ich werde jetzt hier einen Booster vorbereitet, einen Pre-Workout-Booster. Und ich befürchte jetzt schon was. Das ist einmal der Gearpump. Und einmal den Terminus. Das ist ein bisschen Coffee-Moffee und einmal für den Pump des Todes. Pump-Booster und einmal mit Coffee. Und dann macht er gerne eine Kombination. Genau, der Unterschied ist halt, der sagt, ohne Koffein, ohne Stimulanzen, kannst du halt zu jeder Zeit nehmen, wenn du pendeln gehst, 8 Uhr abends, genau. Gehst du ins Gym, perfekt dafür. Das ist so ein geiler Allrounder, ist auch einer unserer Bestseller, auch mit unserem Gipfer, weiß ich, genau. Stefan mal gesagt. Terminus knallt richtig im und Shop. Und man muss sagen, no joke, also jetzt, auch wenn wir davon gesponsert sind, Booster-Geschmack macht uns keiner nach. Ja. Die Booster schmecken wirklich alle gut. Ich hab noch keinen Bock, einen Booster zu trinken, wo ich schon weiß, boah, ja, genau, runterquellen, also, schmeckt nach Füße und weißt so. Weißt du, dann hast du gar keinen Bock, Booster zu ballern, Digga. Genau. Das schmeckt wirklich gut. Das schmeckt aber wie so ein Cocktail so ein bisschen, ja, finde ich. Genau, so. Ist echt so. Let's go, rein. Ja, oh, das ist kein Löffel, Digga. Und was passiert jetzt? Ich will euch was zeigen, aber wenn das jetzt überhaupt funktionieren würde. Sie können nun den Bildschirm ihres Geräts auf ihrem... Ist das auf YouTube hochgeladen schon, oder wo? Ja. Ja, dann musst du dieses Teilen-Ding, dieser... Das hier, ne? Ja, genau. Aber ich muss auch im gleichen WLAN sein, kann es sein? Nee, ich glaube, das hat damit eigentlich nichts zu tun. Ja, gut, was war denn von mir? Weil ich war dann wirklich... Weißt du noch, als wir diesen neuen Cloud gegeben haben? Ja, und ich hab irgendwie 3 Löffel oder so. Ja, ja. Irgendwann bin ich nur noch so auf Energy Drinks umgestiegen. So. Aber er hat jetzt auch nicht so viel Koffein reingemacht, ne? Das war ganz spannend. Zombie, ja. Ich will schon ein bisschen was da drin ist, ne? Aber ich merke, so schnell geht man hier irgendwie gegen das Prinzip hier. Ich kann hier einfach voll Gas schwimmen und vor allem das Essen noch einmal. Dann denke ich, HGH. So schnell geht's nicht, ich bin voll Mitläufer. Ich habe kurz überlegt, so als ein Doktor wäre das nicht so schlimm. Geil. Ey, auch völlig nicht, Digga. Ja, gut, weil die Stimmlage noch so ganz stumpf, Digga. Oh, geil. Oh, geil. Lange nicht mehr so gelacht, Alter. Guck mal, ich hoffe, ich bin da nicht so aufgedreht. Nein, Digga, übertreib mich mal.
Mach mal jetzt die Kette Pussy, Bro. Wie ein Wolf, nur die Schieber. Jetzt ist das so ein Cut, Alter, und gleich muss ich. Ich hab das Gefühl, nur aktiv losrennen. Wir sind aus dem Auto, ne? So gechillt am Fahren. Und Albert, wir sind bei dir und du rennst. Was trainiert eigentlich gleich? Alles von nichts? Immer Arme. Was? Wie du? Heute Abend. Ja, ich mach da meine. Aber ich hab eben keine Arme trainiert. Nee, das war da. Und macht auch Arme mit. Ja? Wollen wir alle Arme trainieren? Ja, ich muss halt meine Dips und so machen. Aber ich komme bei Arme dazu. Ja, Dips kann man doch Arme machen, oder? Ja, ich würde allgemein, dass ich einen Oberkörper will. Ja, mach was du willst. Nee, ich hab alles da drüber. Fühlt euch frei. Okay. Jeder macht doch mal sein Ding, Digga. Lass ihr 40-50 Minuten schön durchballern, Digga. Ja, okay, wenn ich Gas gehe, dann schon. Aber ich dehnt ihr euch eigentlich nicht, ne? Ich hab immer mein. Ja, also gut, okay, wir sind da, dann ein bisschen schnacken, dies, das. Ich rechne mal, wir sind, also 18 Uhr sind wir da. Ich schätze so 28 Uhr trainieren wir ungefähr. Ich denke so 19 Uhr, 20, 30 könnten wir vielleicht fertig sein. Bestell ich durch zu 20 Uhr. Okay, dann gebe ich Gas. Oder? Ich hab so mein 10 Minuten Warm-Up-Programm von Bully Juice, richtig mit Mobility, Kraft und so. Und wenn ich die 10 Minuten durch habe, dann kann man alles mit mir machen. Aber ich bin dann nach den 10 Minuten schon fertig. Lass uns mal so zusammen machen, alle zusammen, dieses Warm-Up-Programm. Ist von so einem Schwarzen, so einem Allrounder. Der hat richtig da einen geilen Buddy. Ich glaube, wenn du dieses Warm-Up-Ding machst, bist du eine Maschine. Der hat mir das geschickt, ne? Ich hab gesehen, so nach der dritten Minute bin ich, glaube ich, schon fertig. Jetzt geht's mit der G-Klasse zum Training. Ich will sie einmal von außen zeigen. Guckt euch das Teil mal an, Alter. Digga, das ist doch nicht mehr normal. Aua. Herrliches Ding, Digga. Hier musst du die Tür noch so richtig schön zuknallen, Alter. Geil. Ja, aber das ist richtig geil. So, Albert macht Streetlifting. Streetlifting. Ich will auch mal so Rated Dips. Ja, Leon? Rated Functional. Rated Everything. Wie viele Kilo sind das jetzt? Das sind gleich zusätzlich 30, genau. Ja. 30. Ja, ja, ja. Bei mir ist halt so, ich bin halt nicht so stark im Bankdrücken. Ja. Weil jetzt habe ich letztens einen Typen gesehen, der hat das mit 75 extra gemacht, weil ich erstmal ein bisschen Depression bekommen. Ja, ja, okay. Das heißt, du hast ein neues Ziel, ne? Ja, ja, aber ich habe auch ein Video gesehen, wo einer 75 gemacht hat, sich erstmal schön den Brustmuskel abgerissen hat. Ja, das ist natürlich. Das ist so geil. Das geht schnell, Bro. Das geht schnell, ne? Ja, mal kleine Brötchen backen, weißt du? Besser immer große, egal, hast du Kalorien runter für mich. Das sind jetzt 30 Kilo, ja? Genau, 30 Kilo extra. Schön nach vorne. Ja, sehr gut, Digga. Zieh durch, Digga, genau. Wann kann ich das auch? Mit 30 Kilo. Ich glaube, warum krieg ich das hin? Mach aber bitte erst mal mit 20. Wegen den Sehnen, weißt du? Ja. Rico macht hier Triceps. Fuck yeah, fuck man. Yeah, man. Dreh hinterher bitte. Ah ja. Muss. Two weeks old, bro. Ja, das ist natürlich das Prachtexemplar, ne? Mehr geht da noch nicht. So müssen Footballspieler aussehen. Die Hamburger Hängers. Du hast jetzt 70 Kilo da. 70. Ja. Fast. Fast aber, Digga. Fast. Ja, ich mach dich zu selten im Stehen. Ja, ja, ich weiß. Ey, Albert, schlag die mal bitte am Rücken so. Richtig so. Einmal die Aktivierung. Ja, okay. Ja, genau, ja. Das lag. Zeig mir den Saitama. Wie viele Kilo sind das? Ja. Genau. Yes. Und weiter. Yes. Ohne Probleme. Komm, Junge! Komm, zwei Stück noch. Alle für die Klasse! Eins, sehr schön. Ein noch, der letzte schaffst du. Alles zu.
Ja! Yeah. Komm, 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 alles du, alles du! Ja, ja, ja! Ja. Ja. 70 Kilo waren das. Die schmecken schon, 70 Kilo. 70 Kilo, also kurz zwei Frauen hochgehoben. Einmal die Woche machen dann, nee, lass mal schon so regelmäßig machen. Ja, ne? Ja. So, wenn man mit Ron gemeinsam trainiert und Albert und Rico. Ich bin Albert. Ricos Muscle Gym. Er ist Albert. Clear Isolat, Geschmack Apfelringe. Ach so, das ist Clear Isolat. Tornado, das ist Clear Isolat. Tornado. Ohne Zucker, ohne Eiweiß, kein Fett. Red ich aus. So. Deswegen würde ich mal sagen. Wie oft muss ich so machen? Du so sagst es so bescheuert, wie nur möglich aussieht. Du also sagst den Spruch, Ron, das ist dein Spruch. Entzündet den Neosubs Tornado. Ach du Scheiße. Ja, die schmeckt aber gut, ey. Oh. Gegen Ron kann man nicht gewinnen, ey. Köstlich. Leute, bester Rabatt, Code Ron, Code Albert, Code Rico, Code Flying, haut rein. Ey, der schmeckt gut. Gleich geht's los hier. Albert! Ja, geht's los. Meine lieben Freunde, ich sehe aus wie Sau. Guckt euch das mal an. Da ist es ein richtig fettes Mistvieh, so muss das sein. Wir lassen uns das jetzt nochmal schön gut gehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen nach oben geben. Kommentiert, favorisiert, analysiert, was auch immer. Die Weltherrschaft, erzählt ihn von der Weltherrschaft! Genau, also ab in den Algorithmus und wir sehen uns zum nächsten Video. Wenn ihr mehr davon wollt, sagt uns Bescheid. Haut rein, ciao.